Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture nochmal. Ich werde mich heute mit dem Thema beschäftigen, wie strukturiert man am besten eine Recherche und nenne Ihnen die 5 Schritte, die Ihnen helfen sollen, dabei zum Erfolg zu kommen. Hoffentlich haben ja einige von Ihnen bereits Erfahrungen gemacht mit Primo, sei das unser Wissensportal Primo oder der Bibliothekskatalog einer anderen Bibliothek. Vielleicht nutzen einige von Ihnen auch schon freie Werkzeuge, sei es Google, Google Scholar oder Wikipedia. Und ich will Ihnen heute zeigen, welche weiteren Möglichkeiten Ihnen bei der Recherche zur Verfügung stehen und damit Sie natürlich möglichst passende, möglichst viel nützliche Literatur finden. Und ich will Ihnen aber auch zeigen, wie Sie das Ganze strukturiert und geplant machen können mit den 5W-Fragen, damit Sie es auch möglichst wenig Zeit, möglichst effektiv schaffen. Genau, außerdem nenne ich Ihnen auch ein paar Suchwerkzeuge und Suchtipps, die Sie bei der Recherche unterstützen. Zunächst einmal die erste Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich, was suche ich? Was ist eigentlich mein Recherchethema? Und wenn man diese Frage hat, man ja oft recht früh schon eine Idee, was man eigentlich recherchieren möchte. Vielleicht hat man bereits eine Frage. Und wenn man diese hat, geht es eigentlich recht schnell weiter. Nämlich anhand dieser Themenfrage kann man dann seine Suchbegriffe sammeln. Also man braucht ja Suchbegriffe, um sowohl in Bibliothekskatalogen als auch in Online-Datenbanken Titel zu finden. Und dabei gibt es Hilfsmittel, Suchbegriffe zu finden. Zum Beispiel gibt es Online-Thesauri. Das sind genormte Wortschatzsammlungen, in denen werden Begriffe in Beziehung zueinander gestellt. Das heißt, diese helfen, wenn Sie einen passenden Begriff haben, weitere ähnliche Begriffe, verwandte Begriffe oder Oberbegriffe zu finden, mit denen man auch recherchieren kann. Außerdem können Ihnen auch Handbücher und Lexika weiterhelfen. In diesem können Sie erstmal einen ersten Überblick über Ihr Thema kriegen. Was sind die Grundbegriffe? Was ist das akzeptierte Wissen, das Allgemeinwissen zu Ihrem Fachgebiet? Und auch dort können Sie viele Suchbegriffe entnehmen für die weitere Recherche. Ansonsten natürlich sollte man auch in anderen Sprachen recherchieren, meistens natürlich Englisch, dass man auch Begriffe in anderen Sprachen nutzt, weil wenn man nur mit deutschen Begriffen sucht, dann wird man in den meisten Suchwerkzeugen nur deutsche Ergebnisse finden. Also bietet es sich auch an, noch eine zweite Sprache zur Recherche zu nutzen. Und wie man dann diese Suchbegriffe sinnvoll miteinander verknüpft, das zeige ich Ihnen später. Ein Hilfsmittel bei dem Sammeln von diesen Suchbegriffen ist eine Begriffsmatrix. Diese können Sie nutzen, um Ihre Suchbegriffe natürlich zu sammeln und auch zu strukturieren. Also wir fangen dann an zum Beispiel mit unseren Kernbegriffen aus des Themas. Diese kann man meistens aus seiner Themenfrage direkt übernehmen. Und dann von dort aus kann man ähnliche Begriffe finden, die auch etwas Ähnliches bedeuten, die also auch relevante Ergebnisse liefern, wenn man danach sucht. Man kann Oberbegriffe auswählen, die vielleicht noch mehr Ergebnisse liefern, wenn man nicht genug findet. Und natürlich auch Begriffe in anderen Sprachen. Wenn wir das jetzt mal an einem echten Beispiel anwenden. Hier haben wir zum Beispiel ein echtes Thema, das jemand mal recherchiert hat. Verändert sich die deutsche Sprache durch Kommunikation in den sozialen Netzwerken? Und wenn man diese jetzt in der Begriffsmatrix anwendet, können wir die Kernbegriffe direkt aus unserer Fragestellung übernehmen. Nämlich Veränderung, Sprache bzw. Kommunikation und soziale Netzwerke. Das sind die 3 Aspekte, die in einem Ergebnis vorkommen sollten, damit sie relevant sind für mein Recherchethema. Genau, hier habe ich sie jetzt in meine Begriffsmatrix eingefügt. Und jetzt kann ich natürlich anhand dieser Begriffe auch noch weitere Oberbegriffe, ähnliche Begriffe finden, die auch noch für mich hilfreich sein können. Also zum Beispiel Kommunikation als Oberbegriff, weil Sprache ja noch spezifischer ist als Kommunikation. Aber zum Beispiel auch Rede, Wortwahl, Ausdruck oder natürlich im Englischen Language. Soziale Netzwerke, das ist ja der sehr deutsche Begriff. Inzwischen weit verbreitet ist ja Social Media. Deshalb ist es auch nicht bei den Begriffen in anderer Sprache, obwohl es natürlich ausländisch ist. Ansonsten kann man jetzt auch statt alle soziale Netzwerke zu umfangen, könnte man auch schauen, gibt es vielleicht Studien spezifisch zu Facebook oder spezifisch zu Twitter, die natürlich auch zu meinem Thema passen. Und wiederum Veränderungen, da gibt es auch noch einige Synonyme, die man für die Recherche verwenden kann. Genau, natürlich muss man dafür keine Begriffsmatrix verwenden. Also man kann das Ganze genauso gut in einer Wortliste machen oder in einer Mindmap, wenn einem das hilft. Es geht nur darum, dass man sich diese Begriffe merkt und nicht wieder vergisst und dann im Nachhinein denkt, Moment, habe ich das schon probiert oder ist das jetzt was Neues? Und dass man einfach einen Überblick bewahrt.
Der zweite Aspekt, den man bedenken muss bei einer Recherche, ist, was brauche ich eigentlich? Also zum Beispiel schreibe ich eine normale Hausarbeit, die vielleicht 15 Seiten umfasst maximal, oder eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit. Je nachdem, was es ist, muss die Recherche unterschiedlich umfassend sein und man hat auch unterschiedlich viel Zeit, die man in die Recherche investieren kann. Also brauche ich einen vollständigen Überblick über das gesamte Thema, weil ich da meine Masterarbeit schreibe, oder reicht es auch, wenn ich einen Einblick in das Thema gewähre innerhalb von 15 Seiten? Dann ist natürlich auch wichtig, welche Art von Material will ich in meiner Recherche finden. Also je nach Thema ist es sinnvoller, Bücher zu lesen oder Dissertationen und Zeitschriften zu lesen. Und das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Bücher sind die Literatursorten, die vom Forschungsstand her am veraltesten sind, allgemein als Publikationsform. Weil bis ein Buch geschrieben und veröffentlicht ist, das kann einige Jahre dauern und bis dahin sind die Ergebnisse, die darin stehen, eigentlich schon ein bisschen veraltet wieder. Zeitschriften wiederum oder Dissertationen sind sehr viel schneller von dem Schreiben hin zur Veröffentlichung. Also das kann auch länger dauern, aber generell gesagt sind sie aktueller. Das heißt also, wenn Sie ein sehr aktuelles Thema haben, vielleicht was mit derzeitiger Politik zu tun hat oder mit was sehr Aktuellem wie Technik oder Programmieren, dann sollten Sie vielleicht eher in Publikationsform schauen, die aktueller sein können, wie Zeitschriftenartikel und Dissertationen. Je nachdem, welche Art von Quellen Sie suchen, hat das auch einen Einfluss darauf, welcher Suchort geeignet ist. Also gerade Zeitschriftenartikel zum Beispiel, dann sollten Sie weniger im Bibliothekskatalog suchen, auch wenn Sie dort anfangen können, und dann eher sich in Datenbanken begeben, also online suchen. Also auf Suchräume gehe ich später nochmal genauer ein. Je nach Recherchethema kann es auch relevant für Sie sein, welcher Zeitraum der Literatur einbezogen werden muss. Also wie gesagt, wenn es sehr aktuell sein muss, dann müssen Sie sich nichts anschauen, was älter ist als 10 Jahre. Aber wenn man jetzt ein geschichtliches Thema hat, dann kann es auch ruhig was Älteres sein vielleicht. Das heißt, man kann ältere Quellen mit einbeziehen. Genau. Und final, man darf nie unterschätzen, nur weil man einen Titel gefunden hat und sagt, der ist perfekt für mich, den will ich jetzt sofort lesen. Man muss ja auch noch Zeit für die Anschaffung einplanen. Vielleicht gibt es das Buch gar nicht in meiner Bibliothek und ich muss es per Fernleihe bestellen. Oder vielleicht gibt es das in irgendeiner Datenbank, habe ich Zugriff darauf. Dann muss ich erstmal rausfinden, wie ich an diese Datenbank rankomme. Also das darf man auch nicht unterschätzen, dass man dafür noch Zeit einfach einplanen muss. Und am besten nicht erst am Tag vor der Abgabe mit der Recherche beginnt. Nun die Frage Suchräume. Wo suche ich denn jetzt? Ich habe schon erwähnt, unser Bibliothekskatalog, das Wissensportal Primo, als Einstieg für ein Thema ist der absolut geeignet. Im normalen Suchgebiet, das ist Artikel Plus und TU-UdK-Bestand, da wird alles durchsucht, was wir in unserem Bestand besitzen, sowohl physisch als auch was wir lizenziert haben, also E-Books oder E-Journals, die wir lizenziert haben. Ansonsten, Artikel Plus beinhaltet auch noch Artikel, die einfach von Verlagen frei verfügbar gemacht werden oder die auch Open Access zur Verfügung stehen. Also da kann man schon einiges finden, aber wenn man da nicht weiterfindet, sollte man sich auf jeden Fall ein bisschen tiefer begehen und auch noch andere Suchräume nutzen. ZDB und EZB, da drösel ich jetzt mal die Abkürzung auf, das ist die Zeitschriftendatenbank und die elektronische Zeitschriftenbibliothek. Und dort kann man auf Titelebene der Zeitschrift nach Zeitschriften suchen. Also wenn man weiß, okay, diese eine Zeitschrift ist super relevant in meinem Fachgebiet, da findet man immer aktuelle Informationen, dann kann man in der ZDB zum Beispiel nachschauen, welche Bibliothek besitzt diese Zeitschrift und besitzt die Jahrgänge, die ich benötige. Das heißt also, das ist relevant, wenn Sie dann auf einen Zeitschriftenartikel gestoßen sind, den Sie jetzt nutzen wollen, dann müssen Sie natürlich rausfinden, wo kriege ich den, und da kann Ihnen dann diese Datenbank helfen, rauszufinden, wie Sie an die Zeitschrift rankommen. Aber man kann dort nicht thematisch recherchieren, also ich kann da nicht mein Thema eingeben und erwarten, dass mir die Artikel genannt werden, sondern ich kann nur die Zeitschrift selbst suchen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Datenbanken, und wir nennen hier auch als Beispiel Google Scholar. Dabei muss man aber bedenken, Datenbanken sind alle unterschiedlich. Also nicht jede Datenbank wertet zum Beispiel jede Literaturart aus. Manche werten nur Monographien, nur Bücher aus, andere wiederum werten nur Zeitschriftenartikel aus. Das muss man also, wenn man eine Datenbank auswählt, in der man recherchieren will, immer bedenken, dass es die passende Datenbank für mein Thema und meinen Literaturbedarf ist. Wie man genau die passende Datenbank findet, da haben wir zum Beispiel unser Datenbankinformationssystem DEBIS. Das kann ich gleich nochmal live zeigen. Und da finden Sie raus, welche Datenbank
auf welche Datenbanken Sie Zugriff haben, entweder weil sie frei verfügbar sind, weil es eine Nationallizenz gibt, also in ganz Deutschland hat man darauf Zugriff, oder weil die TU spezifisch diese Datenbank für Sie lizenziert hat. Und da können Sie dann zum Beispiel nach einem Fachgebiet suchen und da die passende Datenbank, die empfohlenen Datenbank für Ihr Fachgebiet finden und ausprobieren. So. Und wenn Ihnen Datenbanken jetzt zu kompliziert sind, dann können Sie sich immer an uns richten. Aber zur Not, wenn Sie schon Google benutzen wollen, dann benutzen Sie bitte Google Scholar. Also das können wir durchaus empfehlen, das ist für die Recherche auch geeignet. Denn bei Google Scholar findet man nur wissenschaftliche Literatur in den Ergebnissen. Also wissenschaftliche, also Verlage, Universitäten und Forschungseinrichtungen und teils auch Bibliothekskataloge werden dort eingespielt. Und was ja sehr praktisch ist an Google Scholar, dass es da direkt den Link zum Volltext teils gibt. Und wenn es den nicht gibt, dann kann man die eigene Bibliothek dort angeben, um einfach nachzuschauen, ob denn die eigene Bibliothek denn den Volltext besitzt. Da gibt es also eine sehr schnelle Möglichkeit, die eigene Bibliothek in Google Scholar mit einzubinden. Und dadurch, dass der Volltext mit durchsucht werden kann, teils in Google Scholar, das Problem bei der Recherche ist ja immer, das Suchwort, das man benutzt, das muss im Titel vorkommen oder in der Beschreibung oder in den Schlagworten. Und das tut es halt nicht immer, obwohl es vom Thema relevant ist. Und bei Google Scholar, wenn man den Volltext durchsuchen kann, wiederum, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass das passende Suchwort dort irgendwo vorkommt und der Titel gefunden wird. Das kann also hilfreich sein. Aber man muss beachten, anders als in Datenbanken gibt es bei der Suchmaschine keine strukturierten Suchmöglichkeiten. Also es gibt nicht wirklich viele Filter oder so, um das Ganze professioneller zu machen. Und es gibt auch keine redaktionelle Auswahl bei den Titeln, die in Google Scholar eingespielt werden. Also da kann dann eine Bachelorarbeit neben der Doktorarbeit eines langjährigen Forschers stehen. Das ist nicht unbedingt negativ, aber das muss man immer mit bedenken, dass es da keine Qualitätskontrolle gibt. Und ansonsten, wenn man einfach nicht weiterfindet, wenn man einfach nicht genug Ergebnisse kriegt, egal welches Suchgebiet man ausprobiert, welche Suchmaschine, dann gibt es immer die Schneeballmethode. Die kennen manche von Ihnen vielleicht. Es gibt die Möglichkeit, wenn man einen einzigen passenden Titel gefunden hat für das Thema, das man recherchiert, dann kann man sich anhand dieses Titels weiterhangeln zu weiteren nützlichen Titeln. Das kann man zum Beispiel, indem man in das Literaturverzeichnis geht und halt schaut, okay, wen hat dieser Titel zitiert? Weil alles, was hiervon zitiert wurde, kann ja auch relevant sein für mein Thema. Und in Google Scholar und auch in manchen Datenbanken, wie zum Beispiel Web of Science, gibt es auch die Vorwärts-Schneeballmethode. Das heißt, da wird mir angezeigt, nicht nur durch das Literaturverzeichnis rückwärts, wer wurde zitiert, sondern es wird mir auch angezeigt, wer hat diesen neuen Artikel bereits zitiert. Also ich kann auch vorwärts gehen und schauen, was kam nach diesem Artikel. Und das kann ja auch relevant sein für mein Recherchethema. Das heißt, da kann man sich dann, wenn man einen passenden Titel hat, sehr gut weiter hangeln. Genau. Und warum stelle ich Ihnen all diese unterschiedlichen Methoden vor? Leider gibt es keine Suchmaschine, die Zugriff hat auf alles, was publiziert wird, alles, was in der Forschung veröffentlicht wird. Und deshalb müssen wir all diese verschiedenen Methoden probieren, um trotzdem möglichst viel Relevantes zu finden. So, weiter geht's zur nächsten Frage, nämlich wie suche ich denn? Und da gibt es ein paar Suchtipps, die wir Ihnen geben können. Es gibt noch viel mehr, aber wir haben hier mal die wichtigsten genannt, nämlich zum Beispiel die Truncierung. Das ist, wenn ich am Ende eines Wortes oder am Ende des sinntragenden Stammes eines Wortes ein Sternchen setze. Und diese Truncierung, diese Sternchensetzung ist in den meisten Datenbanken und auch in vielen Suchmaschinen, kann diese genutzt werden. Und dann durchsuchen Sie nämlich nicht nur das, was Sie geschrieben haben, Sprach, sondern auch noch alle möglichen Wortvarianten von dem, was hinten dran gehangen werden kann. Also Sprache, Sprachen, Sprachveränderung, sprachlich. Das ist ja auch alles noch relevant. Das ist ja alles thematisch dasselbe und sollte deshalb mit durchsucht werden, ohne dass ich gezwungen bin, all diese Variationen selbst einmal abzutippen und zu suchen. Das heißt, damit kann man viel Zeit sparen und die Ergebnismenge vergrößern. Man muss dabei aber darauf achten, dass man nicht zu allgemein die Truncierung benutzt, dass man nicht zu viel wegschneidet. Also da habe ich unten mal ein Beispiel gegeben, nämlich Wand von Wandel. Aber wenn ich das nutze, dann habe ich plötzlich nicht nur Wandel und Wandlung drin, sondern auch Wandmalerei und Wandern, was ja absolut nichts mit meinem Thema zu tun hat und deshalb gar nicht eingeschlossen werden soll.
Also wenn Sie dann plötzlich sehr viele irrelevante Suchbegriffe haben, sollten Sie immer überlegen, muss ich meine Suchbegriffe ändern? Muss ich die Truncierung ändern, um doch passendere Ergebnisse zu kriegen? Und als Beispiel zum Beispiel Google und dementsprechend auch Google Scholar benutzt die Truncierung automatisch. Da werden automatisch Wortvariationen durchsucht, was natürlich dazu führt, dass man eigentlich nie null Ergebnisse hat, praktisch nie. Aber es heißt auch, dass es eher vorkommt, dass Irrelevantes mit drin ist. Die Bibliotheken sind da ein bisschen strikter und sagen, wir suchen nur nach dem, was Sie eintippen. Und wenn Sie nichts kriegen, dann müssen Sie halt anders was anderes angeben, ein anderes Suchwort benutzen. Und wenn Sie unsicher sind, welche dieser Suchhilfen Sie benutzen können, dann gibt es auf den meisten Datenbanken zum Beispiel oder auch bei uns in Primo gibt es eine Hilfeseite, wo man dann nachlesen kann, wie das mit der Truncierung funktioniert oder mit der Phrasensuche oder so. Und da hatte ich gerade mein zweites vorweggenommen, nämlich die Phrasensuche. Die kennen die meisten von Ihnen bereits wahrscheinlich. Diese ist halt sinnvoll, wenn zwei Worte oder mehr Worte zusammen eine tiefere Bedeutung haben, als wenn diese nur einzeln irgendwo im Text vorkommen. Also gemeinsam tragen sie eine andere Bedeutung, als sie einzeln tun. Und das haben wir jetzt natürlich auch bei irgendwelchen Zitaten, die man vielleicht recherchieren möchte. Da macht man das oft. Aber jetzt zum Beispiel bei unserem Recherchebeispiel haben wir Social Media. Und das ist natürlich, wenn man nach Social Media sucht, dann will man, dass es so hintereinander steht. Und nicht, dass ich irgendwo im Satz das Wort Social habe und irgendwo anders das Wort Media, aber die gar nicht zusammengehören. Final, was Ihnen auch noch bei der Recherche helfen kann, wenn Sie die deutschen Operatoren bedenken, nämlich die Verknüpfung zwischen den Suchbegriffen. Die Standardeinstellung in eigentlich jeder Suchmaschine ist eine Und-Verknüpfung. Also wenn ich drei Suchworte eingebe, dann müssen alle drei Suchworte im Ergebnis vorkommen, damit es mir angezeigt wird. Deshalb ist es auch so, desto mehr Suchworte ich eingebe, desto kleiner wird meine Ergebnismenge. Das ist oft ein Trugschluss, dass Leute denken, desto mehr ich eingebe, desto mehr Ergebnisse kriege ich. Aber das kann ja gar nicht sein, weil man sozusagen die Bedingungen an das Ergebnis immer mehr komplizierter macht. Das heißt also, wenn man sehr wenige Ergebnisse hat, kann es auch sinnvoll sein, stattdessen eine Oder-Verknüpfung einzustellen. Das kann man in manchen Suchmaschinen, indem man OR eintippt zwischen den Ergebnissen. Oder man kann es meistens in der erweiterten Suche einstellen, dass man sagt, okay, es kann Sprache oder Kommunikation vorkommen. Es muss nicht beides vorkommen, weil sie ungefähr dieselbe Bedeutung tragen. Es reicht, wenn eines davon im Ergebnis vorkommt, dann wird es mir angezeigt. Und damit vergrößern Sie also Ihre Ergebnismenge. Final kann es manchmal auch sinnvoll sein, einen bestimmten Begriff völlig auszuschließen aus den Ergebnissen. Also wenn dieser Begriff vorkommt, soll es mir nicht angezeigt werden. Und das kann passieren, wenn ein Begriff zum Beispiel mehrere Bedeutungen hat. Also ich habe festgestellt, wenn ich schwarzes Loch recherchiere, erwarte ich, dass ich Ergebnisse aus der Physik kriege oder aus der Astronomie, weil das natürlich zu diesen Fachgebieten gehört. Aber dann habe ich festgestellt, okay, ich habe plötzlich irgendwelche Ergebnisse aus dem Personalmanagement, weil das da anscheinend auch benutzt wird für einen Aspekt. Und das möchte ich natürlich nicht, also könnte ich in dem Fall das Wort Personalmanagement ausschließen oder das Fachgebiet, um zu verhindern, dass diese falschen Begriffe auch auftauchen. Und wenn wir das jetzt auf unsere Begriffsmatrix anwenden, dann sieht sie schon wieder ein bisschen anders aus. Also wir haben an manchen Stellen haben wir Truncierungen eingefügt, also zum Beispiel Sprache hatten wir ja schon die Truncierung, bei Kommunikation dasselbe, bei Kommunikation, kommunikativ, kommunizieren, da gibt es viele Optionen. Und wiederum bei dem Wort Social Media, hatte ich ja das Beispiel genannt, haben wir eine Phrasensuche eingefügt, weil es natürlich zusammen auftauchen sollte. Wenn man jetzt überlegt, wo macht es Sinn, eine und eine Oder-Verknüpfung einzufügen? Waagerecht macht es Sinn, eine Und-Verknüpfung einzufügen, weil diese Spalten von Suchworten beziehen sich alle auf unterschiedliche Aspekte meines Themas. Sprache, Veränderung, soziale Netzwerke. Das sind unterschiedliche Aspekte, die müssen alle vorkommen, damit es passt. Bei senkrechten Begriffen wiederum reicht eine Oder-Verknüpfung. Ich brauche nicht Sprache und Kommunikation, ich brauche nicht Facebook und Twitter. Eins von beiden reicht, damit es relevant ist. Genau, und so können Sie sozusagen Ihre Recherche optimieren bei der Suchbegriffswahl und beim Suchbegriff eingeben. Und ganz zum Schluss muss ich mich fragen, was habe ich gefunden? Also ich schaue mir all meine Ergebnisse an und schaue über Enix erstmal, passen die Ergebnisse denn zu meinem Thema? Wenn Sie das nicht tun, dann muss ich meine Suchbegriffe neu überdenken. Wenn Sie es tun, vielleicht habe ich zu viele Begriffe, dann kann ich Filter anwenden, zum Beispiel indem ich genauer sage, okay, es muss zu diesem Fachgebiet gehören oder es muss innerhalb dieser Jahre veröffentlicht worden sein
oder ich kann genauere Suchbegriffe benutzen. Wenn ich wiederum zu wenig Suchergebnisse kriege, dann könnte ich prüfen, ob meine Rechtschreibung richtig ist. Das ist tatsächlich einer der Hauptfehler, wenn ich nur Ergebnisse kriege. Das Erste, was ich schaue, ist, habe ich mich irgendwo vertippt. Ist oft der Fehler. Ansonsten sollte ich vielleicht allgemeinere Suchbegriffe verwenden. Vielleicht sollte ich auch weniger Suchbegriffe benutzen oder eine Oder-Verknüpfung verwenden. Trunkierung oder halt die Schneeballmethode. Wie ich schon erwähnt habe, dass ich mir einen passenden Treffer suche und dann daran weiterfinde. Das Gute an der Schneeballmethode ist, bei dieser eine passende Treffer, der kann nicht nur mir weitere durch Zitierung weitere Titel liefern, die relevant sind. Er kann mir auch neue Schlagworte liefern, dass ich halt schaue, okay, welche Schlagworte sind an dem Titel dran oder welche Fachbegriffe werden in der Beschreibung benutzt, die ich auch für eine Recherche benutzen kann, die ja auch für mich hilfreich sind. Und final, vielleicht bin ich im falschen Suchraum. Vielleicht ist zum Beispiel der Bibliothekskatalog gerade nicht der richtige Ort, weil mein Thema einfach viel zu spezifisch ist und ich eher in eine Datenbank gehen sollte. Und dann muss ich halt den Suchort wechseln. Und so ist eine thematische Recherche ein ewiger Recherchekreislauf. Also immer wieder muss man von vorne anfangen, sagen, okay, vielleicht muss ich andere Suchbegriffe probieren, vielleicht muss ich eine andere Literaturart recherchieren an einem anderen Ort, vielleicht sollte ich die Suchtechnik umdenken und dann wieder meine Treffer neu evaluieren. Und das geht dann immer weiter, bis man sagt, okay, ich habe jetzt genug Ergebnisse, ich kann wirklich anfangen mit dem Lesen und dann auch mit dem Schreiben meiner Arbeit. Das war jetzt der erste große Abschnitt thematische Recherche. Und dann habe ich jetzt noch zwei kleine Ausflüge und zwei Themen, die auch während der Recherche sehr nützlich sein können. Wir fangen an damit, wie sichere ich denn meine gefundenen Daten? Also ich habe jetzt während der Recherche, ich habe überall gesucht, ich mache mir vielleicht Lesezeichen oder ich mache schnell ein Foto von dem Ergebnis oder ich schreibe mir den Titel auf und kann es am Ende nicht mehr lesen oder das Foto ist weg. Also es ist ganz wichtig, dass ich bei der Recherche dann auch wirklich diese Treffer sichere, damit ich sie am Ende mich nicht ärgere, weil da war doch dieser eine perfekte Treffer, aber ich finde ihn nicht wieder. Und da können Ihnen Literaturverwaltungsprogramme helfen. Also dafür haben wir eigene Workshops, deshalb ist das jetzt auch nur ein kleiner Ausflug. Da gibt es Citavi, das hat die TU lizenziert. Das ist ansonsten, wenn man nicht TU-Mitglied ist, kostenpflichtig, außer Ihre Uni hat es auch lizenziert. Und das ist ein Programm, das sehr viele Funktionen bietet, um Literatur zu verwalten, zum Beispiel zu importieren, zu strukturieren, systematisch die Literatur zu Kapiteln zuzuordnen und dann auch beim Zitieren in Word einem hilft, Zitate zu übernehmen und am Ende natürlich ein Literaturverzeichnis zu erstellen. Genauso Zotero hat auch viele dieser Funktionen. Es ist ein bisschen mehr basic, sage ich mal, aber die wichtigsten Funktionen sind alle da. Auch genauso beim Importieren von Literatur, beim Exportieren, beim Zitieren hilft es. Man kann PDFs da drin öffnen und bearbeiten im Programm. Und der Vorteil gegenüber Citavi ist, dass Zotero völlig frei ist. Es ist Open Source. Soll heißen, auch wenn Sie die Uni verlassen, können Sie es weiter benutzen. Genau, da kann ich nur sagen, ich empfehle Ihnen, fangen Sie möglichst früh an, eins dieser Programme zu verwenden, damit Sie später dann beim Recherchieren und auch beim Schreiben Ihrer Arbeit Zeit sparen können. Und zu den Programmen bieten wir auch Kurse an, also schauen Sie auf unserer Webseite gerne nach. Und zweitens, das hatte ich ja schon kurz erwähnt, man darf nicht unterschätzen, wie viel Zeit es dauert, wenn man die Titel gefunden hat, dann auch darauf Zugriff zu kriegen. Und da gibt es unterschiedliche Methoden. Zunächst einmal links. Bei Online-Ressourcen, wenn man sich in der Bibliothek an einem Bibliotheksrechner befindet jetzt, hat man automatisch, weil man im TU-Netz ist bei uns, Zugriff auf alle Online-Ressourcen, sei es Datenbanken oder E-Books. Und sowas wie E-Books kann man dann zum Beispiel auch meistens downloaden und dann auch zu Hause lesen. Wiederum, wenn Sie mit Ihrem eigenen Gerät arbeiten wollen, dann können Sie sich mit Eduroam verbinden. Da sind Sie dann auch in der Bibliothek im TU-Netz und haben Zugriff auf unsere Ressourcen. Oder von zu Hause aus sollten Sie sich VPN einrichten, damit Sie auch bei der Recherche, wenn Sie es aktiviert haben, direkt E-Books downloaden können. Und wenn es Fragen gibt, wie man genau das macht, dann kann ich die Links zur Anleitung zur WLAN-Einrichtung oder der Anleitung, wie man VPN einrichtet, das ist nur für TU-Mitglieder übrigens, können gerne in den Chat gestellt werden, damit Sie sich das dann speichern können. Oder für die vor Ort kann ich kurz zeigen, wo man das findet. Genau. Ansonsten bei Printressourcen, okay, vielleicht hat man eine eigene Bibliothek es oder wenn die es nicht hat, vielleicht hat eine der anderen Bibliotheken in Berlin und Brandenburg es, da kann ich im KBV-Portal nachschauen, um zu sehen, wo es sonst verfügbar ist.
Und wenn es jetzt in keiner Bibliothek in Reichweite, also so in Berlin zum Beispiel, verfügbar ist, dann kann ich es auch per Fernleihe bestellen. Das ist für TU-Mitglieder völlig kostenlos derzeit. Und dann wird es hierher geschickt, damit Sie es hier bei uns einsehen können. Weil wir besitzen nicht jeden Titel, den es gibt. Sie werden auch bei der Recherche immer wieder auf Titel stoßen, die Sie dann vielleicht erstmal anschaffen müssen, um sie lesen zu können. Und bei Zeitschriftenaufsätzen ist das genauso. Nur da sollte man dann kann man dann die Bestellung zum Beispiel über das ZTB auslösen. Ja, das war jetzt eine Menge. Vielleicht sind Sie erstmal ein bisschen überwältigt von all diesen verschiedenen Suchmöglichkeiten oder Suchorten. Das Wichtige ist einfach nur, dass man strukturiert vorgeht, indem man zum Beispiel eine Begriffsmatrix benutzt, damit man einfach weiß, was habe ich schon probiert, was habe ich noch nicht probiert, sich die Ergebnisse speichert, die man bereits hat, um auf jeden Fall nicht im Nachhinein mehr Arbeit leisten zu müssen, weil man nochmal einen Titel raussuchen muss, den man eigentlich schon gefunden hatte. Genau, also planen Sie genug Zeit ein, bereiten Sie sich vor und dann wird das auch auf jeden Fall was mit dem Schreiben der Hausarbeiten. So, und ganz letztes Input gehe ich kurz mal auf unsere Webseite. Ich hatte ja einige Hilfsmittel erwähnt während der Recherche. Da finden wir hier auf unserer Website Untersuchen und Ausleihen. Finden wir unser Datenangebot der TU, DEBIS, wo wir halt nachschauen können, welche Datenbanken für welches Fachgebiet werden empfohlen und wie kann ich darauf zugreifen. Ansonsten haben wir hier auch die Verlinkung von der ZBB und EZB, dass wir da direkt den Einstieg starten können. Und wenn Sie mal nicht weiterkommen, Sie finden während der Recherche einfach nicht genug und brauchen Hilfe, dann gibt es immer die Möglichkeit, einen Beratungstermin zu buchen. Also da helfen wir in der Bibliothek wirklich sehr gerne. Wir bereiten uns auf Ihr Thema vor und können uns eine ganze Stunde oder mehr damit beschäftigen, Ihnen zu helfen beim Recherchieren oder auch bei anderen Dingen, was das Studium und die Bibliothek betrifft. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie können einiges hier mitnehmen. Und jetzt wäre Zeit für Fragen. Also, wenn ich jetzt mal bei uns in DEBIS gehe, dann haben wir ja jetzt hier die Fachübersicht erstmal und dann nehme ich einfach als Beispiel mal Chemie und dann werden mir hier die Top-Datenbanken, das sind sozusagen die von uns empfohlenen Datenbanken angezeigt und weiter unten werden einfach alle angezeigt, die im Fachgebiet Chemie eingesortiert werden, auf die irgendwie über uns oder über Nationallizenz Zugriff ist. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe auch noch an der HU einen Account, deren Angebot kann ich auch nutzen, dann kann ich hier meine Bibliotheksauswahl ändern. Also ich kann jetzt nicht sagen, bitte alle Datenbanken in Berlin. Also soweit ich weiß, kann ich das nicht. Okay, hier könnte man tatsächlich Gesamtbestand in DEBIS, aber dann hat man halt keine Ahnung, welche Bibliothek hat tatsächlich jetzt darauf Zugriff. Also vielleicht wäre es dann sinnvoller zu sagen, okay, ich habe noch die HU. Da habe ich die HU. Die wähle ich jetzt aus und dann werden mir halt all die Datenbanken angezeigt, über die ich durch die HU Zugriff habe. Und man sieht, dann ändert sich auch so ein bisschen die Oberfläche, weil das halt das Design der HU ist. Hier unten finden wir auch unsere Coffee Lectures. Da haben wir unter anderem unser Material verlinkt. Wir haben einen ISIS-Kurs, in dem auch all unsere alten Vorträge, das Material unserer alten Vorträge gefunden werden kann, wo wir auch zum Beispiel meine heutige Präsentation wurde abgelegt. Ich hatte eine Person gesehen, die hat Fotos gemacht, da können Sie sich auch die Präsentation gerne runterladen, damit Sie das nicht in den Fotos wiederfinden müssen. Und da können Sie alle Infos zum heutigen und auch zu zukünftigen Vorträgen finden. Dann wünsche ich Ihnen einen sehr schönen Nachmittag und frohes neues Jahr!